Was einem Lothar Matthäus in der Bundesliga fehlen tut, muss man ganz ehrlich sagen, nun ist das Leistungsvermögen der Spieler. Dass die Spieler sich reinknien tun. Mittlerweile sind alles Weicheier. Die haben ihre Stutzen über die Knie gezogen, damit sie vom Rumstehen keine Thrombose bekommen. So sieht's doch aus. Ah, hallo, ich bin's, der Oliver Kahn, und ich bin eben dann immer noch stinksauer über die erste Bundesliga, ja. DFB-Pokal, was wir dort mit uns haben machen lassen, ja, das ist unwürdig. Das ist absoluter Blödsinn, was dann Oliver Kahn dort sagen tut über die erste Bundesliga. Das ist Riesensauerei ist das. Das ist Oliver, der stinksauer darüber. Wie kann Oliver Kahn so über den deutschen Fußball reden tun? Aber es ist eben, weil er selber niemals Spieler war. Er war ja nur Torwart. Bayern raus. Dortmund raus gegen Pauli, ja, Gladbach gegen Hannover. Ja, das ist doch absolute Scheiße. Erst schmeißen sie den FC Bayern aus dem Pokal, ja, mit 0-5 unterliegen wir. Und dann lassen sie sich von Hannover abschlachten. Die sind doch scheiße. Wie kann man nur so über Borussia Mönchengladbach reden tun? Das ist Riesensauerei. Lothar Matthäus war dort lange Spieler. Ich habe Gladbach zu dem gemacht, was Gladbach dann irgendwann mal war und heute nicht mehr ist. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin stinksauer darüber, wie Oliver Kahn so über meinen ehemaligen Verein reden tut. Es ist nicht würdig. Es ist nicht in Ordnung. Es liegt daran, dass es mittlerweile zu viele Wettbewerbe gibt. Ja, es gibt eine Nations League, es gibt Freundschaftsspiele, Weltmeisterschaft, EM, Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, Leberwurst-Pokal, ja, was es alles gibt. Da bist du froh, wenn du mal irgendwo ausscheidest. Das machen die extra. Das ist doch alles scheiße, wenn ich das sehe, was andere Vereine in der Bundesliga machen. Ja. Ich meine, wie sollen wir denn jemals wieder kein Meister werden? Es liegt doch nicht an uns, wenn die anderen alle zu blöd sind. Das stimmt, die anderen Mannschaften sind Kanonenfutter, aber ganz ehrlich, wenn der FC Bayern München sich nicht bald von Julian Nagelsmann trennen tut und ein Lothar Matthäus als Trainer verpflichtet, sehe ich auch für diese Mannschaft mehr als grün, schwarz. Ja, kleiner Oliver hat schon aus, sagen wir mit vielem, was er da gerade gesagt hat, auch recht. Aber Oliver habe ihn dann auch 2006 auch aussortiert als zweiten Torwart, weil, wie sage ich, ist charmant. Er ging uns auf den Sack. Ja, da muss ich dem Jogi Löw recht geben. Wir haben früher beim FC Bayern haben wir im Strafraum einen Knochen verbuddelt, damit der Oliver zu tun hatte. Aber pscht. Ja, unter mir ist der FC Bayern wieder der Club, der er war, als ich dann gegangen wurde. Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber was ich sagen will ist, seit ich dort bin, ist es geil. 2002 hat der Oliver Kahn daneben gegriffen, ja, kann mich erinnern, ja, weil er hatte damals, war er für den Abwasch zuständig in der Mannschaft und er hatte Palmolive am Handschuh. Spülmittel. Ja klar, das Problem ist in der Bundesliga eben dann schon auch das ganze Geld mittlerweile auch in England ist, klar. Wenn du zum Beispiel auch Trainer bist in Freiburg und eben dann hier in Augsburg kriegst du eben dann als Gehalt maximal einen Rubbel los oder einen Sanifair-Gutschein. Das ist eben dann auch ein Stück weit zu wenig. Ja, ich muss sagen, Augsburg, ja, das ist quasi der FC Bayern für sozial schwächer Gestellte. Ja, aber das Stadion ist geil. Es ist so eine Bonsai-Allianz-Arena. Ja, mir gefällt es. Richtig genau, da muss ich Oliver Kahn recht geben tun. Hier in diesem Stadion hat auch ein Lothar Matthäus schon den ein oder anderen Maulwurfshügel plattgetreten. Und hier kann man sich wirklich zu Hause fühlen. Augsburg hat jetzt einen Spieler gekauft für 14 Millionen. Ja. Aber muss man ganz ehrlich sagen, 14 Millionen, dafür machen wir beim FC Bayern das Portemonnaie noch nicht mal auf. Ja. Dafür hole ich mir morgens in Starnberg ein Körnerbrötchen für das Geld. Aber doch kein Spieler. Mein Tipp, Augsburg wird in diesem Jahr die Liga halten tun. Sie werden sich retten tun, sie werden nicht absteigen tun, weil andere Mannschaften eben unten reinrutschen tun. Unter anderem eben auch Gladbach, die tun das auch. Ja, vielen Dank an den FCA, dass wir hier drehen durften. Und meine Frage lautet heute, glaubst du, dass Erling Haaland den BVB im Sommer verlassen wird? Und wenn ja, zu welchem Verein wird er wechseln? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Tschüss, macht's gut. Und komm mal bei meiner Tour vorbei. Mut zur Lücke, neues Programm mit allen Parodien ab Herbst 2022.